Ahoi, meine lieben Freunde, da sind wir wieder zu Titanfall 2. Ja, ich habe es gesehen in den anderen Parts. Das Mikro puffert so ein kleines bisschen, wenn ich manchmal blöd lache, aber das kann ich nicht umgehen. Wir kämpfen jetzt hier gegen die Armee der Toten nochmal. Ich kann das so schlecht einschätzen, ob ich da nah genug dran bin oder nicht, oder so, aber ich muss auf jeden Fall irgendwo mal in die Ecke gehen. Ah, der explodiert schon wieder. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Er wundert sich noch, wo er ist. Gut. Ein paar kommen noch. Ja, ich versuche das jetzt. Ich versuche sie jetzt wirklich einer nach dem anderen ganz in Ruhe. So. Ich habe auch nicht mehr viel Schuss, aber dafür müsste es noch reichen. Da gibt es auch wieder eine andere Waffe hier vorne. Ah, da muss man echt aufpassen, ne? Ach, ist das eine neue Waffe? Ah ja, die hatte ich schon mal im Multiplayer. Die Waffe, die hat schon mal jemand anderes im Multiplayer gegen mich verwendet. Die war ultra gut. Meiner Meinung nach. Also zumindest war sie wesentlich besser als die Scheiße, die ich da hatte. Ja, die ist auch solide. Die ist halt klassisch, sag ich mal. Das ist halt eine Shotgun hier, die sehr breit gefächert schießt. Und anscheinend explodieren die da, wenn wir die da hinten treffen, explodieren sie immer. Und wenn wir sie vorne am Kopf treffen, sind sie wahrscheinlich immer gleich tot. So, und wenn die am Boden sind, dann kann ich sie einfach treten. Das ist auch angenehm. Also für die nicht, aber für mich. So. Die werde ich jetzt noch ein bisschen verwenden, die Waffe. Ist eigentlich ganz cool. Die kann ich auch nehmen, aber jetzt schieße ich die einmal leer. Gucken wir mal, ob wir mit der sogar noch weiterkommen. Nee, nee. So will ich das. Ja. War das jetzt richtig? Ja, mit den Waffen? Okay. Ah! Tarnvorrichtung habe ich jetzt auch schon seit einer Weile nicht mehr eingesetzt. Aber die Viecher können mich ja sowieso im Prinzip kaum orten. Also die sind so langsam, die sind halt nur in Massen gefährlich. Deswegen hat man gleich auch Massen auf mich drauf geschickt. So, hier ist noch ein Audiologbuch. Schauen wir uns an. Alexander Darren, Logbuch 14.6. Der Eindringling verfügt über Hightech-Systeme und tötet unsere Eingreifteams. Tyler aus der Wildtierforschung sagt, dass zwei Teams draußen an den Aufzugbatterien in wenigen Sekunden getötet wurden. Von nur einem Mann. Tyler aus der Wildtierforschung. Der hat Ahnung. Das ist... Tyler aus der Wildtierforschung, der hat gesagt, dass der ganz viel kann. Der ganz böse ist. Hallo. Da verschwende ich keine Muni mehr. Das könnt ihr aber wissen. Oh, jetzt passieren die Sachen immer schneller. What? Wow, okay, ich habe gedacht, das sind im Prinzip nur Hallos.
Also Halluzinationen, aber das scheint wirklich was richtig Ernstes zu sein. Also es scheint wirklich ein Zeitriss zu sein. Ich bewege mich wirklich kurzzeitig in der Zeit zurück, um hier auch wirklich Dinge überwinden zu können. Das ist interessant. Vielleicht hat das sogar noch was mit der Story später zu tun. Ich will es herausfinden. BT Auto Transkript. Transkription, also ja, nur für einen bestimmten, ja, Lage, gewaltige Energiefreisetzung auf Typhon geortet, IMC Ares Diff-Funk abgefangen, unbekannte archäologische Entdeckung, Mission Anlage auf Typhon infiltrieren, Informationen sammeln, Energiequelle finden, Meldung bei CDR Sarah Prix, ja, melden, ja, genau. Ja, das ist ja eigentlich, das war ja bisher schon unsere. Aber das sehe ich der. Das Hintergrundbild ist, das sehe ich jetzt erst, wie der einfach eingegossen ist, der Typ. Das ist einfach mal Bombe. Und der eine Arm, der ist halt auf der anderen Seite der Wand. Und ich sag mal so, ich habe so schweres Geschütz. Ich hätte eigentlich auch. Rein theoretisch hätte ich da einfach nur ein paar Mal draufballern brauchen, dann wäre der auch von der Wand geflogen. Aber gut, diese Logik gibt es in Spielen generell zu selten. Zumal das ja auch, dann müsste man eine komplett zerstörbare Umgebung oder irgendwie sowas machen. Das wäre alles viel zu schwierig. So, hier hängt er. Na klar, hier ist alles, hier geht die Welt unter und du hängst hier so ganz friedlich. Was ist das? Tut mir leid, Alice. Sag mir nicht, wir bekommen jetzt hier noch Magiefähigkeiten oder so ein Shit. Jetzt können wir die Zeit zurückdrehen, pass auf. Oh. Ja. Was ist denn das? Wie heißt das? Wie heißt dieses, wie hieß dieses Spiel, wo man alles altern lassen konnte oder alles jung oder alles wieder zurückdrehen könnte? Das war ein sehr interessantes Spiel. Das ist ein bisschen unterm Radar weggegangen. Fand ich sehr geil. Ja, wenn mich jetzt einer angreift, dann... Und wenn ich jetzt die Zeit zurückdrehe, dann bin ich tot. Guckst du so? Wenn ich jetzt drauf drücke, dann bin ich weg, ey. Dann bin ich so weg. Hallo. Ich habe einige meiner KI-Funktionen auf das Gerät übertragen, um die Kommunikation trotz Zeitverschiebung aufrechtzuerhalten. Ja, die werden natürlich untersucht, die Viecher. Da muss man natürlich gucken, wie verhalten die sich unter bestimmten Bedingungen und so weiter. Man muss natürlich seinen Feind auch kennen. Und anscheinend war auf diesem Planeten, waren das so einige der stärksten Tierarten hier. Und ja, da hat man dann natürlich, die muss man dann natürlich auch töten. Ja, das ist ein heftiger Anblick. Aber es ist auch alles niedergebrannt, also ich weiß nicht, ob es einfach nur ein Systemausfall war oder ob hier einer gezielt eine Bombe gelegt hat. Ach so, da komme ich nicht durch. Wenn ich gerade blöd dastehe und ich gerade ganz wenig Leben habe oder so, dann kann ich sofort wieder rumwechseln. Ich kann mich auch teleportieren. Guck mal, pass mal auf. So. Jetzt gehe ich hier hin. Das ist voll cool. So. Guck mal, da sieht man sogar noch, wo die sind. Wenn ich jetzt schon hinschlage... Nee, okay. Es wird einem so einfach gemacht dadurch. Das ist unglaublich. Interessant. Das ist wirklich cool. Aber es wird mir dadurch schon fast wieder zu einfach gemacht, ne? Oh, ja. Gönn dir. Oh, der hat aber einen langen Ha... Nee, das ist der Schwanz. Okay.
Gibt's da oben noch was auf dem Rohr vielleicht? Gibt's hier noch einen Helm irgendwo oder so? Nee, ich glaube nicht. Gut, dann gehen wir weiter. Ups. Was? Hier kann ich nicht weiter. Hier muss ich weiter. Nee, auch nicht. Warte mal. Zentrale, wir haben Kontakt mit dem Eindringling, aber seine Bewegungen sind unberechenbar. Der Typ, der ist total abgefuckt. Was geht hier nur ab? Ja, im Prinzip könnte ich die auch alle umgehen, ne? Dr. Kolbe Marvin, bitte melden Sie sich zur Abteilung. Wärst du nicht wieder aufgestanden? Ich hätte dich noch am Leben gelassen. Hallo? Hallo, wie geht es Ihnen? So, was ist denn das? Das ist die gleiche Waffe, oder? Ne, der hat bloß ein besseres Visier. Okay. Du triffst ja noch nicht mal. Ihr trefft ja noch nicht mal. Schon ganz schön schwach. Oh, guck mal. Oh, das ist cool. Das ist cool. Das ist mir gar nicht aufgefallen bisher. Jetzt sind die halt hier. Ich bin in Wirklichkeit für alles verantwortlich hier. Jetzt fange ich wieder mit meinen Theorien an. Ich bin in Wirklichkeit für alles verantwortlich. Auch, dass der Anderson tot ist. Ich habe den in Wirklichkeit... Der hat damals versucht, diese Basis zu verteidigen. Und ich habe ihn einfach getötet und dann... als Mörtel verwendet. Hallo. Ihr könnt hier eh nicht durchschießen, oder? Ihr könnt hier doch eh nicht durchschießen. Was macht ihr denn? Ach, schade. Ich hätte mich jetzt hinter die... Aber doch, kann ich, oder? Doch, ich kann... Soll ich lieber links und dann da rechts rein? Na komm, wir gucken mal. Na, ich wäre jetzt eigentlich links. Weil guck mal, hier geht's, da geht's rechts rein. Das will ich mal ausprobieren jetzt. Ah, okay. Fuck, wo bin ich? Ich bin in irgendeiner fucking Zwischenebene jetzt. Ich glaube, ich habe das Spiel... Ich müsste jetzt eigentlich da sein. Ich müsste jetzt eigentlich drüber sein, oder nicht? Ich habe das Spiel gerade gecrashed, oder? Oder ich habe was übersprungen. Ich habe... Yo, ich habe das Spiel gerade... Das ist ja cool. Double Take. Okay, das Ding sieht cool aus. Oh. Okay, der ist cool. Das muss ich halt behalten. Okay, dann ich probiere mal zu springen. Ich probiere aber... wo versuche ich hinzuspringen? Ich versuche... Ja. Ah, fast. Na, fast. Wir... Okay, wir müssen hier hoch irgendwie. Ich bin in so einer fucking Zwischenebene. Ah! Nailed it. Nailed it. Das war extra dafür gedacht. Oh! Ja, die wissen schon, dass ich... ja. Oh Gott! Wieder... Wie geil ist das denn? Vor allen Dingen 6 Piloten, ey. Ich finde keinen einzigen. Wollt ihr mich verarschen? So, hier, du kriegst ja was. So, jetzt mache ich ihn hier und dann ihn hier. Ah nee, jetzt explodiert das in der anderen Welt. Ich komme hier nicht klar. Ich komme hier nicht mehr klar. Jetzt kann ich den nicht mehr zünden. Ich komme hier nicht klar.
Das ist so geil. Die hat's einfach übel zerfickt. Ich bin so ein Arschloch. Ich bin so ein Arschloch einfach nur. Oh ne, ich mag die Rucksackladung. Ich finde die ganz lustig. Das ist die... Okay, gut. Ich hab ein bisschen drüber gelästert über das Spieldesign, über das... über die Welt bisher. Aber mit der Einführung dieses Zeitdings, muss ich sagen, macht viel Spaß. Butz! Warum auch immer ein Scharfschützengewehr zwei Projektile verschießen sollte. Ich meine, das ist halt einfach für die, die es zu den Marines nicht geschafft haben. Die einfach nicht durch die Scharfschützprüfung gekommen sind. Und dann denkt man einfach, ja okay, wenn sie verziehen, macht nichts, sie verschießen zwei Kugeln. Ja, das ist nicht schlimm. Sie haben zwei Möglichkeiten. Sie können den auf zwei mögliche verschiedene Arten und Weisen den Kopf wegballern. Ja, na gut. Obwohl ich das niemanden schlecht reden will. Also so eine Scharfschützenausbildung, die ist auch Knüppel hat. Dass man die nicht besteht, das kann des Öfteren mal vorkommen. Oh, hier werden wir... Was sind das jetzt? Mastiff? Nee, das war so eine Shotgun. Flatline wollen mir die auch ganze Zeit schon geben, aber das ist auch nicht so meine. So. Hallo. Oh, hallo. Oh, noch eins. Noch eins. Noch eins. Ich weiß nicht, wer das kleinere Übel ist. Ich weiß. Oh, ich gehe einfach hier durch. Oh, ich bin wieder... Ich bin wieder in der Matrix. Ich bin in dieser scheiß Zugstation, wo in der Matrix, wo der eine Typ hier, der Schaffner, ich habe die Macht über diesen Bereich. Sonst niemand. Okay, probieren wir es nochmal, aus der Matrix zu entfliehen. Ah, close. Ist der mir gefolgt? Oh, wie viel denn noch? Ich weiß auch nicht, aber ich... Das ist so eine geile Folge, Alter. Ohne Scheiß. Klick, klick, Motherfucker. So, und du hast zwei Löcher im Kopf jetzt. Hier ist auch keiner mehr. Es ist so geil, es ist so geil. Das Spiel macht mir gerade so richtig mega viel Fun, ey. Es ist unglaublich. Machst du es? Nee. Entschuldigung. Oh, wir haben ein Tattoo. Ach, guck mal an. Guck mal, schau mal. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Und hier, die Eva 8 ist nicht so meins. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, enges Terrain. Muss ich hier hoch? Ja. Was passiert jetzt, wenn ich jetzt drauf drücke? Bin ich jetzt tot dann? Sicherheitsteam Beta 4, bitte kommen. Beta 4, ist hier. Ja, gut. Erstmal recken. Position. So. Ich find's cool.
Also kannst du sagen, was du willst, aber ich finde das cool. Das ist für mich die Invention of the game. Also das ist... Gut, da muss ich hin, dann gehe ich doch mal hier lang. Komm, hier gibt's 6 Helme. Ich will wenigstens einen finden. Um nicht als absoluter Noob dazustehen. Ich habe auch gerade einen Frosch im Hals. Hier ist aber nichts. Nee, hier ist nichts. Weil das finde ich jetzt schade. Kann man weiter hoch? Nee. Was soll ich denn benutzen? Ach, ich soll da hoch. Ja, gut. Nee, hä? Da ist ein Helm. Nee. So. Oh. Entschuldigung. Magst du dich bitte auch da festhalten? Das wäre sehr nett. Ja. Wir haben wenigstens einen gesammelt. Da sind wir nicht als absoluter Noob jetzt hier. Oh. Hä? Achso. Er ballert ihn fast ab. Der Test muss abgeschlossen werden. Ich habe mich verschluckt gerade. Ein Teil von Andersons beschädigtem Protokoll könnte hierfür relevant sein. Aktiviere Wiedergabe. Andersons Protokoll 341. Die IMC hat tatsächlich etwas entdeckt. Etwas, das Raum und Zeit falten kann. Wir haben das Ding garantiert nicht gebaut, aber sie reaktivieren es. Was immer sie vorhaben, es könnte eine Katastrophe auslösen. Ja, das ist das, was ich gerade nutze. Anscheinend geht es um dieses Teil, was ich jetzt an meiner Hand habe. Er hat versucht zu fliehen. Boah, ich habe einen Frosch im Hals gerade. Tut mir leid. Habt ihr nur die Waffe? Ich brauche jetzt langsam mal eine neue, weil die Muni geht mir so langsam aus. Gleich wieder drauf, auf wie ich mich jedes Mal freue. Es ist wunderschön. Oh Leute, ich muss mal ganz kurz Pause machen. Ich habe so einen Frosch im Hals. Also, bis gleich. So, jetzt geht's weiter. Ich muss wahrscheinlich jetzt... Ich krieg den gerade nicht weg. Ich muss wahrscheinlich mit dem Frosch im Hals jetzt die Folge beenden. Das geht nicht anders. So. Ach so. Das Vieh kommt jetzt nicht da durch. Ach, guck mal. Kämpft er dagegen? Wirklich nett, dass mir das angezeigt wird. Wo ist denn das Vieh jetzt? Hat er das gekillt? Hat er das ernsthaft bekommen? Ja, na damit würde ich es auch bekommen. Was ist denn das? Licht am Ende des Tunnels. Wir müssen die Macht der Lade jetzt testen. Eine zweite Chance kriegen wir vielleicht nicht. Zulu 6, bereiten Sie die Lade für die Verlegung vor. Also, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr so richtig, was hier eigentlich, was Zukunft und was Vergangenheit ist. X-Men, Zukunft ist Vergangenheit. So, wo muss ich jetzt lang? Oh, ja. Ich gehe jetzt hier einfach mal runter. Cool. Fragezeichen? Oh nein, ich habe keine... Nee, da muss ich mal wechseln hier. Was machst du denn? Nee, die mag ich nicht. Nee, die mag ich gar nicht. Okay. Ach hier, guck mal.
wie sie schießen. Wie dumm seid ihr eigentlich? Ach, ich könnte jetzt hier runter. Ich muss da runter. Okay. Das ist extra so gedacht. Ja, dann würde ich sagen, let them burn. Burn, burns, burns. Ich weiß nicht, was du bist. Ich weiß nicht, was du bist. Explodierst du jetzt? Er explodiert. Oh, das Ding verzieht aber ganz schön. Warum ist der zu mir gelaufen? Ah, oh, schade. Ja, die Dinger sind ganz nützlich. Kann man mal gebrauchen. Oh, hier. Das scheint der Ursprung zu sein. Ah, nee. Dann nehme ich die. Die finde ich schön. Ja, der ist auch cool. Machen wir es so. Ja, so lasse ich es. Mit dieser Waffenkonstellation. Das ist mir am liebsten. Kommt bestimmt wieder Viecher. Andersons Protokoll 342. Die Energiequelle der Faltwaffe wird die Lade genannt. Sieht nicht so aus, als hätten sie das Gehäuse perfektioniert. Hier ist nichts. Die Lade muss woanders sein. Anderson out. Ladetransferbereit und unterwegs zur Testkammer. Oh, ich wollte mir das angucken. Erstmal in Ruhe nachladen. Da muss man echt nur einmal hinten drauf schießen. Ist interessant. Ah, nee, hier kann man nicht lang. Über ihn drüber habe ich. Es ist ein bisschen verwirrend, weil das, was besser aussieht, ist Vergangenheit. Oder? Ja. Weiß ich nicht. Ja, klar, muss ja. Ich glaube nicht, dass die das abfackeln und dann erst hinbauen. Ja! Ich finde das cool. Ich finde das so cool. Hallo und hier. Ja. Ich weiß nicht wieso, aber die wollte ich jetzt auch tot haben. Da oben ist noch ein Helm. Achso, da komme ich nicht einfach so ran.
Gut, der war aber auch sehr offensichtlich. Logbuch 11.4 von Dr. Ehrenberg. Trotz eingehender Analysen sind noch viele Fragen bezüglich der Faltwaffe und ihrer Funktion offen. Ich denke, wir handhaben sie falsch, was ein Problem sein könnte. Marder denkt, das ist die Sache wert. Fürs Protokoll, ich bin anderer Ansicht. Okay. Äußere Ringe aktivieren. Testsequenz beginnt, sobald die Lade in Position ist. Was geht denn hier nur ab, ey? Ich rede gerade ein bisschen wenig, weil ich, wie gesagt, ich habe Frosch im Hals und ganz schön. Ich glaube, hier ist nichts. Hier ist nicht viel. Feuer. Und Feuer. Ja. Oh, das, da will ich, glaube ich, auch nicht rein. Da ist noch ein Helm. Aber die wollen nicht von mir, dass ich da... Da muss ich was darüber... Ja. Ah, nee, so wollen die das. So, wir gehen mal hier so an den Rand. So, und jetzt haben wir das auch. Sehr gut. Wir haben schon 3 Pilotenhelme. Wesentlich mehr, als ich mir erhofft hatte. Ist das schon mal was. Jetzt müssen wir die Technik sowieso hier sowieso nochmal anwenden. Und ja, ich nehme das mal. Das hat jetzt mehr, hat jetzt mehr Muni. Und hier ist extra für... Der Geister läuft da wieder so für Dummies, die es nicht so ganz verstanden haben. Oh, die sind alle noch eingepackt. Ja, meine lieben Freunde, so wird Würzfleisch gemacht. Nee, ja, Entschuldigung. Da sehen wir das Tattoo nochmal in voller Gänze. Das ist kaputt, die Plattform. Okay. Jetzt, du stehst hier aber auch im Weg, ey. Tut mir leid. Boah, die Viecher da oben, ey, das ist so widerlich. So, meine lieben Freunde, ich muss an der Stelle aber Pause machen. Ich habe schon gesehen, dass ich öfters mal die Uhr irgendwie nicht so richtig habe mitlaufen lassen. Ich hoffe, der Part hat euch Spaß gemacht. Wir gucken mal weiter, was es jetzt hier mit diesem Gerät auf sich hat oder was die IMC damit vorhatte oder wie auch immer die das einsetzen wollten oder wie wir das einsetzen, wie auch immer. Es macht auf jeden Fall mega viel Spaß, wie man, glaube ich, aus den letzten dieser und der letzten Folge sehen kann, wie ich mich einfach nur abfeiere. Und meine komische Lache, ich kann sie ja selber nicht ertragen, deswegen frage ich mich, wie ihr so euch das antun könnt. Aber gut, ist eure Misere, ja. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr im nächsten Part wieder mit reinschaut. Falls euch das Let's Play bisher so sehr gefallen hat, dann könnt ihr ja auch mal bei anderen mit reinschauen. Auch bei uns im Kanal gibt es noch viele andere Sachen zu begutachten. Und da könnt ihr ja dann, falls euch das auch gefällt, auch mal ein Abo dalassen. Also, dann bis zum nächsten Part. Ciao.